Moin moin und herzlich willkommen bei Was ist neu in the Forest mit der Axt im Walde. Wir spielen hier The Forest in der neuen Version 0.48. Ja, und auch dieses Mal ist bereits ein B-Patch nachgereicht worden. Jo, und ich sag mal, beginnen wir erstmal wieder Theoriestunde und legen direkt los, ne? Ja, die Entwickler sagen, die meisten Tiere, ich weiß noch nicht, welche das sind, ich habe das selbst noch nicht probieren können. Ja, tauchten irgendwie erstmal in den ersten Sitzungen keine Tiere auf. Aber die meisten Tiere sollen jetzt hier mit Wänden kollidieren, sowohl als auch hier mit anderen Objekten. Ja, also, ich sag mal, lassen wir uns hier überraschen. Ja, überraschen vielleicht nicht. Gut, der Lochschneider ist auch massiv angepasst worden. Ja, das, ich denke mal, ich habe da ein bisschen probiert und die Fehler, die es mal gab, ja, die traten nicht mehr auf. Und auch im Multiplayer-Modus soll das viel besser funktionieren, sagen die Entwickler. Auch hier, lassen wir uns mal überraschen. Was mich auf jeden Fall freut, ist hier eine vereinfachte Anschnapptechnik. Ja. Der geübte und erfahrene The Forest-Spieler kennt das auf jeden Fall. Man versucht hier ordentlich irgendwo was zu bauen und hier von einer Wand zur anderen anzuschnappen oder ähnlich. Ja, das läuft oft ein bisschen fummelig. Ja, und wird dann auch zur Qual. Jo, die Entwickler sagen, wir haben jetzt hier einen neuen Anschnappmodus, der hier auf dem Fokussieren, rein nur auf dem Fokussieren aufbaut. Probiert das dann selbst bitte aus, ja. Steht auch in den Patch Notes auf Survive, nee, andersrum, auf forum.survivetheforest.net, ja. Haben wir die Patch Notes, könnt ihr genau nachlesen. Es betrifft dann Wände und Zäune mit dem neuen Fokusmodus. Und das Anschnappen selbst ist ein bisschen sensibler und wird auch automatisch an Ecken funktionieren. Ja, aber auch nur bei Fundamenten, Wänden, Zäunen und Stiegen bzw. eben Stufen, je nachdem, wie man das nennen möchte. Jo, und ich sag mal, legen wir jetzt los. Ja, ich habe hier so eine Hütte hingebaut und die Entwickler meinen auch, ja, wir kennen das alle. Wenn man hier irgendwas in die Luft jagt, irgendwas kaputt wird, ganz egal, wenn das Gebäude zusammenbricht, fliegen da die Baumstämme durch die Gegend, das Zeug ragt hier in den Boden hinein. Ja, man kennt das, hat man ja schon oft gesehen. Ich habe das auch in den letzten Play, in einem der letzten Let's Plays, denke ich mal, gehabt, da weiß ich nicht mehr. Jo, los geht's, ne? Ja, also ich kann mal sagen, hier ist nichts im Boden stecken geblieben zur Hälfte oder verschwunden. Und gedreht hat sich das auch nicht mehr, wie verrückt, ja. Gefällt mir gut, gefällt mir gut. Ja, so alles wieder weggepappt. Ja, ich denke mal, ich gehe noch schnell auf die Suche. Ich habe hier noch was vor. Bis gleich, ne? Ja, hier sind wir auch wieder. Und wir gucken uns die zweite Neuerung an, die zweite große Neuerung. Nämlich hier das Trockengestell, ja, ist eines von zwei Gebäuden, das hier in dieser Version so funktioniert, wie wir es bereits von den Gärten kennen. Ja, das heißt, ich gehe hier ran, bekomme hier ein Symbol angezeigt, eine Interaktion durchzuführen und ja, auch hier dem geübten The Forest-Spieler wird das direkt auffallen hier. Das ist ein Fisch, ja, aber nicht, weil ich den in der Hand habe, nein, weil sich dieser Fisch bei mir hier im Inventar befindet. Und nicht nur dieser Fisch ist da drin, sondern auch so ein ja, Fleischstück. Ein großes und ein kleines, ja, damit wir auch ein bisschen Variation hier drin haben. Und ja, man erkennt das hier. Direkt Taste R oder Taste C, ja, mit R schalte ich hier mal ordentlich durch. Großes Stück Fleisch, Bein, ja, auch ein Bein kann ich hier aufhängen. Und Fisch, ja, vielleicht, weiß ich nicht. Einfach ein Stück Fleisch, Bein, Fisch. Ich kann das hier aufhängen, durchschalten, das ist überhaupt kein Problem. Ja, funktioniert hier tadellos, gefällt mir gut. So, wie nehme ich das wieder ab hier? Oh Mann, oh Mann. Gut, im Prinzip hätten wir ja auch genug, ja, das, um die Demonstration hier weiter fortzuführen. Und genau deswegen zünden wir das hier erstmal an, ja. Und bekommen hier direkt, ja, genauso wie bei den Gärten das auch bekannt ist und jetzt neu beim Trockengestell, so wie bei dieser Feuerstelle,
mit einer Ausnahme die gleiche Funktion. Und diese Ausnahme ist hier, dass ich ja, wie man gut sieht, ja, direkt so anfangs hier die Auswahl bekomme, haue ich hier ein bisschen Laub rein, um das Feuer anzuheizen oder auch Geld, ja. Und ansonsten schalte ich das hier durch, wie auch vorhin. Ja, drauf das Bein und noch ein bisschen Geld dazu und ein Fisch drauf. Wo ist der Fisch? Hier. Hier ist der Fisch. Ja. Und ich sag mal, das ist auf jeden Fall was Gutes, Tolles, Neues, ja. Trockengestell, hier ist es. Mit der Feuerstelle direkt zum Umschalten, ohne dass man das Zeug in die Hand nehmen muss. Ja, warum nicht? Finde ich gut. So, To-Do-List updated. Ich will es gar nicht wissen. Darum bewegen wir uns jetzt weg. Und ihr seht das auch gleich. Das ist eine Änderung, die die Entwickler vorgegeben haben. Der maximale Winkel, den man hier pro Anlegestellenstück wirklich ansteuern kann, der ist ein bisschen minimiert worden. Es lassen sich jetzt hier nicht mehr so hässliche, kantige Abschnitte reinbringen. Ja, was weiß ich. Teile eben. Jo, und bevor wir hier wieder mal zur letzten Neuerung kommen, das geht oft mal flötter als flott, saufen wir uns nicht eben einen an, weil ich die Flasche aufgehoben habe. Nee, wir gucken uns das Ding hier an. Ja, Paradox, was ist das? Das ist hier der große Stockhalter. Wir gucken uns das auch mal hier an. Bei den Lagerungsmöglichkeiten. Und wir haben hier den Stockhalter. Der ist ja wie immer da drin. Und ich pappe hier einen Standard-Stockhalter hin. Das System kennt man vielleicht auch schon von einem anderen Gebäude. Denn hier bekomme ich zusätzlich die Auswahlmöglichkeit Taste R. Und das wird ein großer Stockhalter. Kleiner Stockhalter, großer. Klein, groß, klein, groß. Ja, so sieht's aus. Und den wollen wir jetzt natürlich nicht bauen. So, weg damit. Auf, zu. Ach so, nee, das müssen wir löschen. So geht das. Jo, und kostet hier 24 Stück Stock. Und reinpappen kann man hier 40. Ist doch einwandfrei, ne? Einwandfrei. Ja, mehrstöckig ist das, ne? So, und ja, meine eigentlich hier fast schon Lieblingsneuerung, ja, warum ist das so? Nicht etwa deswegen, weil das hier ein wahnsinns riesengroßes Ding ist, im übertragenen Sinne, nee, im wortwörtlichen Sinne, ja, aber nicht im symbolischen Sinne, sondern weil man das im Singleplayer gar nicht benutzen kann. Ja, aber trotzdem, es ist hier, ihr werdet das gleich erkennen, schon irgendwie komisch, das Teil. So, hier, das große Floß, ja, kostet hier haufenweise Zeug. Großes Floß ist auch groß, ne? Ich habe hier nicht, ja, zu viel versprochen vorhin. Ich papp das hier dran und ich sag mal, ja, wenn sich der Nebel gelichtet hat, ist das Floß fertig gebaut, bis in Kürze. Ja, das mit dem Nebel, denke ich, hat hier nicht so wirklich geklappt. Dafür ist hier die Sonne ein bisschen untergegangen. So, jo, das ist das große Floß hier und das Teil ist wirklich riesengroß. Oh, oh, komm mal wieder rauf. Ja, wir gucken uns das hier erstmal an, wie das aussieht. Ne? Floß, groß, großes Floß. Na, das ist auch... Man erkennt das hier hinten. Ja, das sind zwei Rudermöglichkeiten. Das ist natürlich nicht nur... ja, es ist auf jeden Fall nicht nur empfohlen, das so durchzuführen, sondern das Ding ist rein nur hier für den Multiplayer-Modus. Ich nehme hier einfach mal so ein Ruder in die Hand und linke Maustaste nach vorne, rechte Maustaste nach hinten, kennt man, ne? Hier, nach vorne. Ja, wir können uns hier schick im Kreis drehen. Und dann nehme ich hier das andere Ruder. So, komm jetzt. Hier, da. Ja, geht doch. Und, ja. Und dann kann ich hier hin und her laufen. Ne? Und einmal ein bisschen hier vor. Und dann wieder dort vor. Und irgendwann, ich sag mal, nach 3 Jahrhunderten, denke ich, ist man dann angekommen, wo man eigentlich hin wollte, ne? Sollte ausreichen für eine ordentliche Fahrt rund um die Welt. Nee, Scherz beiseite. Das Ding ist auf jeden Fall nur im Multiplayer-Modus, sonst wird das hier wirklich eine Tortur.
Jo. Und ich sag mal, viel Spaß beim Zocken und Ausprobieren in der neuen Version. Ja, das war Was ist neu? In the Forest in der Version 0.48. Wer immer mal Grüße an die Mutti, das gab's ja auch schon lang nicht mehr. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ich sag Tschüss, das war die Axt im Walde.